Was sind Creeper wirklich? Und damit herzlich willkommen zu einem Video, wieder eine Präsentation. Es geht heute wirklich um den Creeper. Ich habe nämlich in einem Reddit-Forum was gelesen und ich fand das extrem interessant und will das unbedingt mit euch teilen. Und zwar, ja, es geht um den Creeper. Ihr wisst, was Creeper sind. Die sind grün, die explodieren. Und die sind auch bei Tag unterwegs. Eine ganz wichtige Sache. Das sind Monster, die spawnen zwar in der Nacht, aber die können auch am Tag überleben. Das heißt, die verbrennen nicht und so weiter. Und sie sind extrem nervig. Wer von einem Creeper schon mal gestorben ist, lasst ein Like da. Leute, die Creeper. Ja, guckt sie euch an, diese Textur. Schaut sie euch ganz genau an. Wie ist der Creeper überhaupt in Minecraft dazugekommen? Das war übrigens einfach ein kleiner Fehler von Notch. Der hat damals ein Schwein versucht zu programmieren. Und es war ein fehlerhaftes Modell und dann ist das dabei rausgekommen. Er hat es hinzugefügt und dieser Creeper hatte weiterhin die KI von dem Schwein. Das heißt, es ist im Spieler hinterhergelaufen, hat ihn angeguckt und dadurch fand das der Notch creepy und hat es Creeper genannt. Aber, das ist die offizielle Version, aber steckt da vielleicht ein bisschen mehr dahinter. Es gibt nämlich zwei Theorien. Aber jetzt erstmal, wie kommt man zu diesen zwei Theorien? Und zwar, Achtung, jetzt, das sind Oak Leaves. Ihr fragt euch jetzt, warum zeige ich euch Oak Leaves? Das ist auch eine alte Textur, die wurde mittlerweile auch wieder überarbeitet und so weiter. Aber das ist in der Vergangenheit von Minecraft die Oak-Textur. Oder ist es die aktuelle? Ich glaube, ich habe da die, das müsste eine ältere sein. Ich habe versucht, die zu finden, aber das müsste eigentlich übereinstimmen, weil, Achtung, aufgepasst, wenn man diese Oak Leaves, also die Eichenblätter, über die Creeper-Textur legt, wir gehen nochmal zurück, dann sieht man hier, also das Schwarze ist sozusagen da das Weiße und das Grüne ist logischerweise das Grüne und man legt das über die Creeper-Textur und fügt da noch ein Gesicht hinzu, wie das von dem Creeper, was ihr da sehen könnt, also die Quelle ist übrigens da mit drin, weil das habe nicht ich rausgefunden, ich habe es nur gelesen, aber möchte unbedingt ein Video drüber machen. Oh, danke, da hat jemand abonniert. Ja, geil, Präsentation gecrashed, Ehre geht raus an dich. Auf jeden Fall, das ist, das passiert, wenn man die Oak Leaves über die Textur von dem Creeper legt. Man sieht, es ist einfach fast, also ist eigentlich identisch, es fehlt nur noch da das Gesicht. Die Creeper-Textur wurde natürlich dann auch noch geändert, weil das sind jetzt die Füße zum Beispiel nicht drauf. Die Füße sind nämlich, wenn man mal zurückgeht, hier unten sind die so ein bisschen schwarz. Die sind jetzt da nicht mit drauf, weil das alles ältere Texturen sind. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, Creeper, was bedeutet denn das überhaupt? Also man sagt ja, Notch hat es so gemacht, weil er das creepy fand, dass das kaputte Schwein den Spieler immer anguckt und das fand er creepy, deswegen heißt es Creeper. Aber Creeper bedeutet auch auf Deutsch, wie ihr hier sehen könnt, Kriechpflanze. Und wenn man noch ein bisschen weiter reingeht, Kriechpflanze, Schlingpflanze, Kletterpflanze, Rankengewächs, Baumläufer oder Leisetreter. Und daraus erschließen sich einfach zwei Theorien. Theorie Nummer 1. Creeper sind Zombies oder generell Untote, die unter einem Tarnumhang von Blättern rumschleichen. Das ist nämlich unter anderem vielleicht der Grund, warum sie nicht verbrennen können. Und die haben TNT bei sich und explodieren dann. Theorie 1, dass Zombies mit TNT und Boom oder generell Skelette vielleicht auch, keine Ahnung. Oder es sind generell Untote mit einem Blätterumhang. Das ist Theorie 1. Oder Theorie 2, aufgrund von den Schlingpflanzen und so, es sind generell Pflanzenmonster und bei Explosionen werden da einfach die Sporen verteilt und dann in der nächsten Nacht wachsen die wieder und dann spawnen wieder die neuen Creeper-Babys. Ja, welche Theorie spricht euch zu? Theorie 1 oder Theorie 2? Das war's mit meiner Präsentation. Lasst unbedingt ein Like da. Ihr könnt euch da jetzt noch zwei weitere Videos anschauen, falls ihr euch fragt, warum ich nicht Basti GHG bin. Da gibt's einmal eins zum Auswählen. Und ansonsten, wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich mach verrückte Videos. Bis dann und tschüss.